entkomme Ohio. Wir müssen heute Ohio entkommen. Und das ist ein süßer Hund. Hallo, Doggo. Bug, Bug. Während du nach Dad suchst, hast du versehentlich das Auto in diesen Stein gestürzt. Okay. Meine Sinne sagen uns, dass wir in dieser unbekannten Straße folgen sollten. Okay. Naja, dann gehe ich mal der Straße entlang. Denn, Freunde, meine Aufgabe ist es heute, Ohio zu entkommen. Denn damit werden wir dann besser leben. Und es ist so ein bisschen als Hobby hier gemacht. Und wir versuchen das mal gemeinsam. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr solch coolen Videos sehen wollt, dann würde mich das mega, mega neu freuen. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Wir sollen mit Troll reden? Aha, du bist in meiner Falle gestolpert. Jetzt musst du das Rätsel lösen. Nö, ich gehe einfach vorbei. Ha, oh mein Gott, einfach mal vorbeigehen. So, wir müssen natürlich aufpassen, Freunde. Denn Ohio zu entkommen wird nicht sehr einfach gerade. Aber oh, das werden wir schon hoffentlich gemeinsam schaffen. Schreibt auf jeden Fall mal ein nettes Kommentar, dann kann ich euch hier gerne ein Herz geben. Und kommt gerne in meine Roblox-Gruppe, dort verlose ich auch gerne mal Robux an die Mitspieler. Moin, Doggo, du bist immer noch da. Aber der Doggo soll da einfach bleiben. Alles klar, Doggo? Das sieht nach einem Geschwindigkeitsding aus, okay? Das bedeutet, dann springen wir mal über die Geschwindigkeitslinie. Let's go! Okay, das ist echt einfach, Freunde. Und let's go! Ja, Doggo, wir haben es geschafft. Nun, das war einfach. Wir sollten mit dem Typ mit dem Auto drüber sprechen. Warte mal. Meint ihr vielleicht, der nimmt uns mit? Vielleicht nimmt er mit uns nach Hause. Hey, Billy! Howdy, Freund. Ich bin gerade durch die Stadt gefahren und mein Auto ist kaputt gegangen. Sobald ich es repariert habe, möchte ich nach Hause fahren. Okay, und wohin? Ungefähr 50 Meilen weiter auf dieses langen Feldstraße zu meinem Haus. Willst du mit in mein Haus übernachten? Na klar! So, und damit haben wir Teil 1 geschafft und wir kommen in den zweiten Teil. Wir sind also sozusagen dahin gefahren und das ist Hilly Billy Joe. Wow, was für eine lange Fahrt. Oh, das war aber eine extrem lange Fahrt. Wie auch immer, du kannst schon mal schlafen gehen. Okay, dann gehe ich schon mal pennen. Let's go. Ah! Oh nein, es war eine Falle von ihm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Doggo, wo werden wir eingesperrt? Egal, ich werde auf jeden Fall Howdy Freund, den werde ich zeigen. So Leute, wie kommen wir hier weiter? Wir müssen ja irgendwas machen. Wahrscheinlich müssen wir erstmal das Bild anklicken oder so. Ja, spreche mit ihm. Ah, habe ich dich und deinen Hund eingesperrt. Jetzt wirst du nie deinen Vater finden. Ja, warte mal, das bin ich ja. Du musst einen Weg finden, dieses Haus zu entkommen. Durch Hindernisse und Rätsel. Nee, okay. Der macht mir ein bisschen Angst. Aber Doggo, ich werde es hoffentlich mit dir schaffen. Aua. Okay, Freunde, wir müssen nämlich das hier überqueren, oder? Ja, 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 das Haus ist gar kein gutes Haus. Er hat uns echt in eine Falle gebracht. Mann, oh Mann, oh Mann, hätte ich ihm mal nicht geglaubt. Aber so, wir werden es hoffentlich schaffen, hier zu entkommen. Ich gehe mal auf jeden Fall hier lang und... Okay, ein Spiegel oder... Ah, ein Trollspiegel. Okay, let's... Nee, warte mal, laufen wir jetzt... Oh, zurück? Nee, ich glaube, wir sind tatsächlich richtig, Freunde. Es soll nämlich zur Verwirrung dienen. Und Doggo, wir haben es geschafft. Dieses ist wahrscheinlich der schlechteste Ort zum Leben. Da hast du allerdings recht. Und oh nein, hier muss man die ganze Zeit hochspringen, weil man fällt hier runter. Und oh mein Gott, wo sind wir jetzt schon wieder? Ich dachte, wir sind raus aus dem Haus, aber natürlich nicht, Doggo. Wo? Woher kommt diese ganze Lava überhaupt? Ja, Doggo, wenn ich das doch gerne wüsste oder wissen würde, dann wären wir jetzt nicht in Lava gewesen. Okay, das hätten wir schon geschafft und ja, wieder ein Geschwindigkeitsding. Ach nee, was? Let's go, Freunde. Mit dem Geschwindigkeits-Ding müssen wir wieder rüberspringen. Wow, Alter. Oh nein, ein riesiges Labyrinth, wo wir wahrscheinlich gar nicht entkommen sollen. Na, wartet ab. Hier ist ein bisschen Licht. Vielleicht müssen wir dem Licht hinterhergehen, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo wir überhaupt hin müssen. Aber, warte mal. Ich habe es. Und da ist er. Er ist derjenige, der uns eingesperrt hat. Na, warte ab. Ich werde dich nehmen. Was? Wie bist du meinen schwierigen Obin gekommen? Das war wahnsinnig einfach. Nein, das war's nicht. Und ob es das war? Und was? Oh mein Gott, wir haben jetzt den bösen Boss hier. Oder wir müssen gegen den bösen Boss kämpfen, Freunde. Der böse Joe-Boss. Oh mein Gott, Doggo, helf mir. Doggo, du musst mir helfen. Oh mein Gott, okay, okay, Leute, wir müssen die ganze Zeit einfach schlagen. Schaut mal oben in der Mitte. So viel Leben hat er noch. Er hat noch 8000 Leben. Alter, er ist halt übel stark, ne? So, aber egal, ich würde sagen, wir werden
werden ihn auf jeden Fall weiterhin angreifen. Und oh, ich habe gleich keine Leben mehr, Freunde. Ich muss irgendwas machen. Kann ich hier rein? Nee, ich kann da nicht rein, Leute. Hä? Wie muss ich das machen? Okay, Freunde. Oh mein Gott, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Nein, 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 nein. Ich werde sowas von ihm umgeschnetzelt. Nein! Oh mein Gott, komm, wir brauchen mehr Leben, Freund. Und nein, er hat uns wirklich umgeschnetzelt. Nein, aber wir leben ja wieder. Und können wir nicht irgendwie die Knöpfe drücken oder so? Nee, leider nicht, aber ich werde dich weiterhin angreifen. Ich meine, er hat auch nur 4000 Leben und... Alter, Mann, mach dich mal runter von meinem Kopf, Mann. Wow, so, wir müssen immer nach oben schauen. Oh, er ist jetzt hier wieder, okay, 3400 noch. Ja, Leute, keine Sorge, in dieser Stage werden wir das schon schaffen, ihn zu besiegen. Okay, ich bin tot, Mist. Ich werde dich niemals freilassen, du bist meine Statue. Nein. Das werde ich nicht sein und das zeige ich dir auch. Du hast nämlich nur noch 600 Leben und let's go. Wir haben ihn besiegt und... Warte mal, kann jetzt die Tür öffnen und... Nee, das war der falsche. Lila vielleicht? Yo, lila ist die richtige Farbe und ich würde sagen, da springen wir direkt rein. Gratulation, du hast Teil 2 geschafft. Part Nummer 3, Freunde. Sprechen wir als erstes mal mit Doggo. Wir sind wie ein... Was? Wir sind in einer Wüste gelandet? Wie auch immer, wir sollten diesen Spuren folgen. Okay, Doggo, dir glaube ich mal. Ich folge den Spuren hier die ganze Zeit. Und hier sind auch noch andere Spieler, Leute. Wir sind übrigens Stage Nummer 2 hier gerade. Und ich sterbe. Wow. Okay, Freunde, let's go. So, hier rüber. Und was? Ey, was bin ich denn für ein Noob geworden? Oh mein Gott, Freunde. Wenn wir Ohio entkommen müssen, dann müssen wir auf jeden Fall ein bisschen besser werden. So, unsere Sprünge und... Okay, so eine Ecksprünge, die gehen aber auch noch. Let's go. Und so, das hätten wir. Und oh nein, Lavasprünge. Ich hasse sie so sehr. Aber das war kein Problem. Hier. Wow, das war schlecht von mir. Aber echt. Ich meine, das hat schon alles einen Grund, warum wir hier eingesperrt waren. Aber das werden wir ändern. Whoppa. So, die Sprünge gehen gerade. So, wir haben die geschafft. Hier noch rüber über die Lava vorsichtig. Und da sind wir. Let's go. Folgen wir den Spuren mal. Und Alter, guck du mal an, wie dünn das ist. Ein falscher Schritt und wir fallen runter. Wow, okay. Bloß gut. Ich denke, wir sollten jetzt hier nach unten. Wir sind auch Stage 4. Ich weiß gar nicht, wie viele Stages hier gibt, aber oh mein Gott, nicht runterfallen. Und Doggo, da bist du ja wieder. Was sagst du? Ich glaube, wir sollten da runtergehen. Okay, Doggo. Und was... Ach, er sagt so, brah, wir sind wieder eingesperrt. Ja, Doggo, ich verstehe dich. Oh mein Gott, du hast sowas von recht. Jetzt, wo wir einmal frei waren, sind wir wieder gefangen. Hä, das ist übelst komisch und crazy. Lasst uns weiter den Fußstapfen folgen. Okay, Doggo, du bist der Einzige, den ich ehrlich gesagt vertraue. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, irgendwie kommt die Straße mir ganz schön unendlich lang vor. Ich meine, gibt's hier wirklich ein Ende? Was? Oh mein Gott, Alter, wie weit muss ich hier rennen? Ey, wie siehst denn du aus, Keule? Alter, ich hab echt gefühlt... Alter, Freunde, guck mal, ich meine, hier rennen alle. Wow, wie lang geht denn der Weg? Oh mein Gott, was? Ich kann hier rauszoomen und nichts ändert sich. Ich kann nicht mehr. Wir sind mitten in der Wüste und niemand kann uns helfen. Ich kann ja nicht mal sprinten und... Warte mal, wir sind am Ende angekommen. Und wer ist das? Walter Weiß mit Walter sprechen. Warum bist du mir nicht Warum bist du mir gefolgt? Beantworte meine Frage. Weihnachtsmann? Oh nein, das kann doch nicht sein. Wie wäre es damit, da ich dir Ärger versucht habe, kann ich dir helfen, deinen Vater zu finden? Ich kenne ein paar Leute in der Stadt, die vielleicht daran interessiert sind, deinen Vater zu finden. Lass uns dorthin gehen. Ja, ich will meinen Vater suchen. Was ist das hier? Walter Weiß... Gehe zu... warte mal, das habe ich jetzt weggeskippt, Leute. Gehe zu Luis Gamer Cool. Okay, das Gebäude. Warte mal, das ist da. Aber ich will auf jeden Fall mal hier reingucken. Ich will Klavier spielen. Okay, hier ist nichts Besonderes. Gehen wir mal lieber weiter. Wir sollen nämlich in dieses Haus hier. Der kann uns hoffentlich weiterhelfen. Hey, was willst du hier? Bist du Luis Gamer? Ja. Kannst du mir vielleicht helfen, meinen Vater zu finden?
Was ist mit ihm passiert? Er king mich und ist nie wieder gekommen. Lol, ich helfe dir. Okay, let's go! Zentrum von Ohio. Warum würdest du überhaupt dorthin gehen wollen? Ist die gefährlichste Stadt der Welt. Ja, eigentlich will ich da nicht hin, Doggo. Aber damit haben wir den nächsten Teil und sind jetzt mitten in Ohio. Dieser Ort ist richtig schlimm, als hätte ich mir ihn nicht schlimmer vorstellen können. Oh ja, Doggo, du hast recht. Das ist der schlimmste Ort der Welt in Ohio. Eigentlich wollen wir escapen, aber irgendwie kommen wir Ohio immer näher. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht, was wir hier machen, Freunde. Und selbst hier sind alle Häuser, alle Autos sind zerstört. Ich meine, schaut euch das mal an. Aber die Obbys, die gehen, die sind jetzt gar nicht mal so schwer. So, nein. Oh mein Gott, Alter, hier fehlen Teile. Oh Gott, okay. Wir müssen aufpassen. Hier sind ab und zu im Boden, sind die so Lücken gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. Hier müssen wir vorsichtig runter und... Oh, je. Warte mal, Aliens? Alter, Leute, ich glaube ja an viel... Mein Kopf geht's gut. Leute, ich glaube ja an vieles, aber an Aliens ehrlich gesagt nicht. Oh mein Gott, die Brücke ist komplett zerstört und let's go. Da sind Aliens. Wir müssen mal kurz die Linie berühren und Doggo, warte mal. Das sind, Ohio-Aliens? Egal, wir werden hier rüberspringen und, Alter, ich mag Speedruns, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, mögt ihr auch Speedruns und let's go. Warte mal, ich habe den Speed behalten. Oh. Ich liebe das eigentlich. Ich habe mich immer gefragt, was im Inneren eines Vulkans ist. Naja, im Inneren eines Vulkans gibt es wahrscheinlich Lava. Sehr, sehr heiße Lava. Oh mein Gott, okay. So, wir... Nein, sind wieder runtergefallen. Und wieder runtergefallen. Wow, okay, Leute, keine Sorge. Das schaffen wir schon. So, oh mein Gott, Alter. So, sprechen mit Walter Weiss. Huch, wo kommt die ganze Lava her? Wir sind in dem Vulkan. Ist doch wohl logisch, oder? Also manche in Ohio können ja nicht mal nachdenken, aber es ist echt ein bisschen viel Lava hier. Und können wir entkommen, Freunde? Oh mein Gott, okay, es geht noch weiter. Ich dachte, wir sind bald weg. Wir sind 11, also Stage 11. So, warte mal. Was? Papa? Hey, Papa, da bist du ja. Ich möchte mit ihm sprechen und ich wusste, dass du mich finden würdest. Ich habe die Milch bekommen und deine Psychomutter hat mich eingefangen. Du hast recht, das habe ich. Jetzt will ich mich rächen. Was? Das epische Finale und... Nein, meine Mutter... Joe's Mama, you died. Don't give up. Och nö. Oh, wir müssen ganz schnell rennen, Freunde. Let's go. Denn sie ist hinter uns. Wir dürfen auch keinen falschen Schritt machen. Denn ein falscher Schritt ist das Ende, ne? So, warte mal. Oh nein. Was? Man muss hier hoch? Oh mein Gott. Okay, ich hab's geschafft. Alter, die ist direkt hinter mir. Yo, Freunde, warte mal, das epische Finale. Man hätte es auch nicht schwieriger machen können. Okay. Let's go. Sieht gut aus. So, Freunde. Kein Fehler mehr und let's go raus hier. Na toll, es geht noch weiter. Da oben kommen sogar Teile runter. Oh, okay, warte mal. Ist die Mutter hinter uns? Sie steckt fest. Ja, das ist ein Erfolg, ein Sieg für uns. Oh, nein, aber wir haben hier noch die Bälle, die ganz runtergefallen. Oh, okay, so. Und wir haben es geschafft. Nein, so, let's go. Damit sind wir auf jeden Fall hier frei. Hey, wir sind jetzt hier. Ich glaube normalerweise... Oh, wollte gerade sagen, die Mutter kommt. Die Mama kommt wirklich. Stehen geblieben. Okay. Nein, Leute. Ich. Alter, ey, guckt euch das, Mann. Die Mutter ist hier die ganze Zeit hinter mir. Oh mein Gott, okay. Wir müssen hier rüberspringen. So, Freunde, und jetzt hochklettern. Ich muss hier raus. Ich muss hier unbedingt ganz, ganz schnell raus, wenn es geht. Los, Freunde. Und, hä? Wo bin ich? Okay. Keine Ahnung. Muss ich hier lang? Doggo? Was muss ich machen? Gut gemacht. Du bist der Psychomutter entkommen. Du hast deinen Vater gerettet. Glücklicherweise ist dein Vater Pilot. Also hat er dieses Flugzeug gestohlen, während du von deiner Mutter weggerannt bist. Ich und Mr. White haben Sprengstoff auf den Vulkan geschossen und jetzt sollte er jederzeit explodieren. Wenn ich hier rauskomme, werde ich dich zerstören. Und was? Oh mein Gott, nun sollten wir wahrscheinlich loslegen, bevor der König von Ohio dieses Durcheinander sieht. Und ja, du hast recht, wir sollten ganz schnell abhauen. Vitamine Roblox ist Ohio entkommen. Oh yeah. Aber Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, spielt dieses Game gerne mal selber. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht kostenlos zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss.